Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind gerade auf dem Weg zum Fuji Speedway Cup von Nissan und da nehmen wir euch wieder mit. Also viel Spaß beim Zuschauen. Speedway Cup angekommen und laufe jetzt gerade noch im Vorderbereich rum. Hier sind lauter getunte Skylines und Autos von der Z-Serie und dann geht's gleich weiter zum Oldtimer-Rennen und ich nehme euch natürlich wieder mit und seid gespannt, was hier alles so abgeht. Jetzt gerade das Warm-up statt und die Startaufstellung für das Classic-Car-Rennen und und ich blende euch jetzt mal ein paar Videos ein von dem ganzen Rennen, also viel Spaß dabei. Ausstellerstücke und außerdem werden hier die Autos vorbereitet für die Z-Challenge, die hier gleich stattfindet. Außerdem sind hier die ganz neuen Fahrzeuge aufgestellt und außerdem auch die Oldtimer-Klasse von der Nissan Skyline Reihe und schaut es euch an.
laufen jetzt rüber zu den Sitzplätzen und schauen uns jetzt die Z-Challenge an. Und ja, bislang ist es hier sehr, sehr geil. Ich kann es nur empfehlen, wenn man gerade hier ist und die Nissan Challenge oder beziehungsweise das Fuji Speedway Cup ist hier von Nismo, dann definitiv als Autoliebhaber muss man hier einfach sein. Hallo, wir melden uns jetzt gerade mal wieder zurück hier und zwar findet jetzt hier gleich die Warm-Up-Session für die Nismo GP statt. Und ja, bist du aufgeregt? Viel Spaß! Dem Deck drauf. Jetzt schauen wir uns noch die History auf Skyline an und ja, danach findet noch die GP statt und dann ist das hier alles zu Ende, aber für uns hört es noch nicht auf. Wir gehen später noch zum Daikoku, das ist noch ein Tuning-Treff und dann nehmen wir euch natürlich wieder mit. Neuwagen, aber auch die, hier wurden glaube ich 50 Autos ausgerufen oder ausgewählt eher gesagt. Man konnte sich hier bewerben an Oldtimer, die ganze Skyline-Reihe ist hier vorhanden und und ja, gucken uns mal das alles ganz genau an und nehmen wieder mit.
10? Das ist auf jeden Fall eine 10 von 10. Das gefällt mir hier sehr. Ist ein bisschen kalt, aber trotzdem ist das Wetter super schön und kannst du jedem empfehlen. Was gefällt dir am besten neben den Snacks? Die Autos. Ganz klar die Autos. Von den Klassikern. Nicht den Mount Fuji? Bitte? Nicht den Fuji? Nein, der Fuji ist Nebensache heute. Heute zählt der Fuji Speedway. Das ist Nummer 1 tatsächlich und ja, hier gibt es auf jeden Fall super geile Autos, von Klassikautos über getunte Autos, hauptsächlich Nissan, Nismos und ja, ansonsten ja, kann ich nur sagen, schaut es euch an. Schaut euch gerne die Videos an. Heute mit den ganzen Tuning-Treffen und mit dem Nismo Fuji Speedway Cup und laufen jetzt noch eine Runde durch Yokohama. Ich verabschiede mich und wünsche euch noch ganz viel Spaß und hoffentlich sehe ich euch beim nächsten Mal wieder.